Also diese Nacht wird ja noch lange nicht zu Ende sein und am Ende der heutigen Konzertnacht, zumindest haben es Kiss ja so richtig krachen lassen, aber so richtig zum Kochen gebracht haben vorher schon ein paar deutsche Musiker auf der Bühne, die haben es wirklich laut krachen lassen und sie waren sehr laut, aber eigentlich sind sie gar nicht so laut, denn die Ärzte, Farian Urlaub, Bela B. und Rod González, sie haben uns im Gespräch verraten, dass sie zurzeit eigentlich auf einer ganz, ganz kleinen Clubtournee unterwegs sind. Und zwar leise, still und heimlich. Ernsthaft, wir haben jetzt wir haben eine kleine Clubtour gebucht, die nur über unseren Fanclub bekannt gegeben wurde. Und dann spielen wir in der Regel zwischen, der kleinste Club war 350 Leute, der größte war 1400. Das war aber schon übergroß, also in der Regel Maximum 1000 Leute. Und da spielen wir dann unangekündigt und dann haben wir 2 Tage Pause und dann spielen wir hier. Das sind die Ärzte live in Bayern 3 und bei SDR 3. Wir haben eine Künstler am Mikrofon und wir lassen sie auch live singen. Wir haben nicht nur Kiss mitgeschnitten, wir haben natürlich auch die Höhepunkte von den Ärzten mitgeschnitten und die gibt's jetzt und es geht los mit Westerland. Die Musik aus deines Radio. Wir singen hier.
selbstständig zu befreien. Gewalt vor oder Gewalt, diese Zeit ist jetzt vorbei. Wir singen nicht mehr über schmutzige Sachen. Ich bitte euch dann, können wir doch wie ihr Leben machen. Doch dann ist es zu spät, zu spät.
steht. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star, du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät, dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät. Doch dann ist es zu spät. Live. Hey, es pfeift, aber das macht nichts. Das waren die Ärzte live. Hier ist Bayern 3 und SDR 3 in der ARD Popnacht. Wir senden aus dem Frankenstadion in Nürnberg von Rock im Park. Und die Ärzte und Kiss, die wir beide eben aufgezeichnet haben und schon auch gesendet haben, die verbindet ja seit langer Zeit eine ganz große Freundschaft. Die Ärzte, sie haben sich immer zu ihrer Fan oder zu ihrer Vorliebe für KISS bekannt. Sie sind die größten KISS-Fans. Wahrscheinlich für Sie ist es das höchste vor, KISS zu spielen. Und ich habe Sie heute Nachmittag auch in diesem KISS-Museum, das es hier gibt, ganz ehrfürchtig vor alten KISS-Puppen stehen sehen. Und Sie sind wirklich große Fans. Man muss auch dazu sagen, dass KISS und die Ärzte eine gemeinsame Garderobe hatten. Oder zumindest, sagen wir mal, einen gemeinsamen Garderobenabschnitt. Da durfte man nur rein mit einem ganz speziellen Pass. Da stand dann ein Security-Mann und der sagte, ey, bist du von KISS? Und wenn man den Kopf geschüttelt hat, hat er noch gefragt, ey, bist du von den Ärzten? Wenn man dann auch den Kopf geschüttelt hatte, hat man verloren gehabt. Dann kam der Hammer von oben, pong, und man musste wieder raus. Tja, und die Fans wissen natürlich, dass die Ärzte aus alter Ehrfurcht vor KISS auch mal einen KISS-Song aufgenommen haben auf dem Album KISS. Man ist es ja zu finden und wir hören ihn jetzt. Es sind die Ärzte mit ihrer Version des KISS-Hits Unholy.